Da sieht man halt, der Ehrgeiz ist halt einfach im Mensch irgendwo immer vorhanden. Beim Besuch im Knast wird er sofort akzeptiert, weil er auch einer ist. Der auch, wie man hier sagen würde, der viel auf die Fresse gekriegt hat. Jetzt beginnt seine zweite Karriere. Oliver Kahn studiert, hält Vorträge, soziales Engagement. Ein Mann mit Visionen. Ich glaube, wenn Sie einen Beruf 20 Jahre machen, wie ich des Profifußballers, dann diesen Beruf aufgeben und Ihr ganzes Leben lang nur sich mit dem Fußball, dem aktiven Fußball beschäftigt haben. Ihre ganzen Sinne waren ja nur auf diesen Beruf gerichtet und dann auf einmal ist das alles weg. Das ist wie wenn Sie den Stecker rausziehen von jetzt auf nachher und es wird stockdunkel erstmal in einem Raum. Jetzt steht er auf der anderen Seite. Ganz am Anfang, weiß ich noch, kam man sich fast wie so ein Verräter in Anführungszeichen vor, weil man sich natürlich früher als aktiver Spieler über die Medien immer auch aufgeregt hat, ist ja klar, weil es ja auch immer ab und zu mal Kritik gegeben hat. Ich habe mich immer gewundert, auch an die Schlagzeilen damals nach meinem ersten Auftritt beim ZDF. Ich weiß gar nicht, was da erwartet worden ist, dass ich da mit den Kickschuhen über den Sprecherpult fliege oder dass ich den Johannes B. am Hals halt oder jetzt die Katrin. Also das sehe ich in meinem jetzigen Job eigentlich eher weniger. Zu privaten Fragen gar nichts. Können wir verstehen. Uns interessiert ja auch mehr sein neuer Lebensweg, was ihn jetzt treibt, jetzt, da der Titan wieder Mensch wird. Überrascht Sie sowas, dass die Leute Sie heute lieber mögen als damals? Oder ist das sogar zu erwarten gewesen? Eigentlich überrascht es mich nicht, weil ich ja jetzt viel mehr Möglichkeiten habe, dass auch mal der Mensch Oliver Kahn auch mal zum Vorschein kommt und nicht der zum Erfolg verdammte Torhüter, der jedes Jahr mit dem FC Bayern einen Titel nach dem anderen gewinnen muss. Und der in der Nationalmannschaft maximalen Erfolg haben muss. Und glauben Sie mir, wenn Sie das so viele Jahre machen, dann ist das irgendwann eben nicht mehr lustig, weil Sie sich nämlich nur noch damit beschäftigen müssen, wie können Sie permanent als Mensch diese Leistung immer wieder bringen und immer wieder abrufen. Es ist keinesfalls so gewesen, dass ich jetzt da so besonders traurig bin. Darüber auch in diesem Moment gewesen wäre. Irgendwo war es auch eine Art von Befreiung. Ich habe mich eigentlich schon fast darauf gefreut, jetzt andere Dinge in meinem Leben machen zu können und dieses Kapitel dann auch abzuschließen. Es ist einfach ein Lebensabschnitt, auf den ich mich vorbereitet habe, dass er jetzt dann zu Ende geht. Und alles habe ich aber in diesem Moment gar nicht so extrem empfunden. Es kommt dann erst zu später. Eines war mir von Anfang an klar, ich wollte jetzt ganz bestimmt nicht den Rest meines Lebens jetzt von meiner Vergangenheit leben als Ex-Fußballspieler, sondern ich wollte einfach jetzt etwas Neues beginnen, neue Aufgaben, mich neuen Herausforderungen stellen. Jetzt gibt er das weiter, was ihn groß gemacht hat. Du packst es. An bayerischen Schulen wird er wie ein Held empfangen. Wenn man Vorbild für so viele junge Menschen ist, dann muss man auch schauen, was kann man den jungen Menschen denn weitergeben. Und ich kann eben das weitergeben, was mir geholfen hat, so eine Karriere zu machen. Kahn versucht zu motivieren, das ist sein Programm. Er will zeigen, dass es sich lohnt, die eigenen Träume zu verfolgen. Er war ja auch kein Talent und hat es trotzdem geschafft, weil er nie aufgegeben hat. Wer von euch weiß, was eine Vision ist. Was ist das? Wer weiß das von euch? Was meinst du? Eine Vorstellung, wie es in der Zukunft sein könnte. Hervorragend, eine Vorstellung, wie es in der Zukunft sein könnte. Zwei nehmen wir noch. Was die Jugendlichen am meisten beeindruckt hat, ist ganz interessant und eindeutig das Thema Niederlagen gewesen. Thema Niederlagen ist ja ein sehr, sehr großer Block in diesem Programm. Ja,
Das heißt, wie gehe ich damit um? Wie komme ich mit den Frustrationen zurecht, die das Leben so, wie gehe ich mit den Niederlagen um, die das Leben so bereithält? Und immer dann, wenn ich zu diesem Punkt gekommen bin bei der Aktion, da war es mucksmäuschenstill. Das Thema Niederlagen ist ja ein sehr, sehr großer Block in diesem Programm. Ich habe das 1999 mit Bayern München in der Champions League, damals gegen Manchester United, oder das verlorene Finale bei der Weltmeisterschaft 2002 in Japan, Südkorea, oder auch die Weltmeisterschaft 2006, als ich ja gerne auch die Nummer 1 gewesen wäre, und es hat ja damals nicht funktioniert. Das heißt, ich kann natürlich aus meinem Sportlerleben sehr viele Beispiele bringen, wo man schön sieht, natürlich war das eine erfolgreiche Karriere, aber wie viele schwierige Momente musste man durchstehen, musste man einfach bewältigen, um eben dann immer wieder auch einen Schritt weiter zu gehen. Und das, glaube ich, da können Sie die jungen Menschen sehr schnell reinholen. Ihm zumute war. Ich glaube, das war irgendwann freitags, als ich eine SMS bekommen habe, damals mit dem Absender von Jürgen Klinsmann. Da stand dann drauf, ich soll doch bitte mal ins Hotel kommen. Und ich bin natürlich voller freudiger Emotion gewesen, weil ich gedacht habe, naja, also jetzt wird man mir mitteilen, dass ich bei der Weltmeisterschaft 2006 dann tatsächlich die Nummer 1 bin. Und ich weiß noch, wie ich dann ins Hotel gekommen bin, und da saß dann Andi Köpke, Oliver Bierhoff und Jürgen Klinsmann. Und ich habe dann schon gedacht, was ist denn hier für eine Stimmung, wieso ist denn da alles so komisch irgendwie? Ja, und dann hat mir Jürgen eben gesagt, du pass auf, Oliver, wir haben uns entschieden, dass Jens Lehmann die Nummer 1 ist und du nur die Nummer 2. Das war wie so ein dumpfer Schlag, den man auf den Kopf bekommt. Dunkle Gedanken gehen ihm durch den Kopf. Damals hätte ich am liebsten alles hingeschmissen, hätte aufgehört. Aber das hätte natürlich überhaupt nicht zu mir gepasst, wenn ich jetzt da irgendwo hingeworfen hätte. Das ist mir dann aber erst nach ein, zwei Tagen klar geworden. Und eins wollte ich mal auf gar keinen Fall. Eins, dass man jetzt irgendwelche Fotos von mir in der Zeitung sieht, wie ich jetzt im Urlaub auf irgendeiner Insel liege in der Sonne. Und da steht dann Kahn im Urlaub und wir werden Weltmeister. Also das wollte ich nicht. Und ich glaube, so hätte das Ende meiner Nationalmannschaftskarriere nicht aussehen sollen. Diese 6, 7 Wochen, das war sicherlich eine der härtesten Geschichten in meinem Leben. Und es war eben eine permanente Überwindung und auch ein permanenter Kampf mit sich selber. Aber wie gesagt, heute kann ich sagen, ich habe in dieser Zeit mehr gelernt über mich und vor allem auch über andere Menschen, als wenn ich selber gespielt hätte. Das war scheinbar für viele, so wie ich da aufgetreten bin, besonders beeindruckend. Hat ja dann so den Begriff des Samurai irgendwo geprägt. The road to success is blessed with failure. Der Weg zum Erfolg ist gesegnet mit Fehlschlägen. Der Misserfolg ist dein Wegweiser zur wahren Größe. In China haben wir es nur mit Torhüter gemacht. Das war eine super spannende Geschichte, eine spannende Zeit. Und eine großartige Erfahrung für mich, auch 8 Wochen in Shanghai zu sein und mit 10 chinesischen Torhütern zu arbeiten. Come on, come on, come on. Hey, what's up? Und jede Woche musste ja einer ausscheiden. Und das Erstaunliche an dieser ganzen Geschichte war einfach die Entwicklung. Die Entwicklung von diesen mit Respekt beladenen Soldaten, sag ich mal, die da einem vor einem standen, bis auf einmal zu wirklichen individuellen Charakteren, die dann ihren eigenen Kopf entwickelt haben, die unglaublich Training, also sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, wie trainings-ehrgeizig und besessen die waren. Da hat mir immer gesagt, der Oliver Kahn trainiert viel. Also wenn ich die gesehen habe, das war unfassbar. Sieger von I Never Give Up, the Kahn Principle in China heißt Schein.
Man durfte im chinesischen Fernsehen das Gesicht des Verlierers und auch den Abgang des Verlierers, das durfte man im chinesischen Fernsehen nicht zeigen. Es geht ja gar nicht so sehr darum, immer zu gewinnen, sondern es geht ja immer nur darum, gewinnen zu wollen. Dieses Wollen, glaube ich, sollte im Vordergrund stehen. Und Verlieren ist etwas, was ganz normal ist. Und ich glaube, im Verlieren steckt doch letztlich auch so ein bisschen die Wahrheit über uns selber. Ich erwische mich dabei, dass ich gar nicht mehr so viel spiele. Hängt aber auch nicht nur damit zusammen, dass ich einiges zu tun habe, sondern hängt auch damit zusammen, dass die Knochen auch ein bisschen wehtun. Wenn man so 18 Loch gespielt hat, immer mit dieser verrenkenden Bewegung, dann ist das manchmal ein bisschen unangenehm. Da merkt man halt jetzt doch schon langsam, dass sich die 20 Jahre Hochleistungssport bemerkbar machen. Ja, da gab es ja das ist ja unglaublich, was da für Erlebnisse gegeben hat. Auch mit meinem Torwarttrainer Sepp Maier. Wir haben ja sehr viel Golf zusammen gespielt und ich habe mich dann immer so gefragt, nach unzähligen Golfrunden, wir haben eigentlich wenig Worte gewechselt auf unseren Golfrunden. Sepp hat immer nur auf seinen Ball geschaut, ich habe immer nur auf meinen Ball geschaut und mit einer Verbissenheit wurde da bis zum 18. Loch gespielt, bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, du sag mal Seppi, hast du eigentlich mal geschaut heute? Schönes Wetter, blauer Himmel, schau mal die Berge hier, wunderbar alles. Und dann haben wir irgendwann gelacht, haben uns ins Clubhaus gesetzt, haben mal Bier getrunken, haben gesagt, also irgendwie könnte man auch mal das ein bisschen mehr genießen. Aber da sieht man halt, der Ehrgeiz ist halt einfach im Mensch irgendwo immer vorhanden. Bei mir hat sich das ganz besonders ausgedrückt im Training. Ja, mit Sepp Maier, wir haben ja unzählige Trainingseinheiten gemacht und da, glaube ich, ist es für den Torhüter noch viel, viel wichtiger, denn so diese Art von Besessenheit zu haben, sich permanent jeden Tag verbessern zu wollen, sich weiterentwickeln zu wollen, ich glaube, das ist für den Torwart eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Die Messlatte wird immer höher gelegt. Vielleicht wäre es besser gewesen, die Hürden mal ein bisschen runter zu schrauben, damit der Körper heute, würde vielleicht der Körper nicht ganz so wehtun. Aber ich besitze ja nicht im Ansatz irgendwelche übermenschlichen Kräfte, sondern im Gegenteil. Oft hätte ich mal vielleicht nachdenken sollen, dass der Mensch auch nur ein bestimmtes Kraftpotenzial zur Verfügung hat. Und das habe ich auch manchmal schon kräftig übertrieben. Ich wollte das einfach mit all meiner Kraft, mit all meinen Sinnen und habe in diesem Elfmeterschießen eine Art von Konzentration aufgebaut. Ich glaube, kann mich nicht erinnern, nochmal in so einer Sphäre gewesen zu sein, wo man wirklich nichts mehr wahrnimmt, außer sich selbst und den Schützen und ansonsten alles ausgeblendet hat. Und dann hatten wir eben auch das Glück. Ja, das war, wir haben ja dieses 1:1, was ja dann Schalke damals für kurze Zeit zum deutschen Meister gemacht hat, im Jahr 2001, auch in der 90. Minute bekommen. Damals in Hamburg. Und ich bin dann zum Schiedsrichter gegangen, Markus Merk, und habe ihn gefragt, wie lange geht's denn noch? Dann hat er zu mir gesagt, ja, noch 4 Minuten. Ich lasse 4 Minuten nachspielen. Und dann habe ich gedacht, okay, 4 Minuten. Und ich bin dann zu Effenberg gegangen, habe gesagt, Effe, komm, ja, wir haben noch 4 Minuten Zeit, da kann noch so viel passieren, wir haben noch so viele Möglichkeiten. In 4 Minuten kannst du sogar 2 Tore noch schießen. Das ist eine unheimlich symbolische Geschichte für die Message, für die Kernbotschaft. Du packst es. Auch wenn man manchmal im Leben glaubt, es ist alles vorbei, es ist alles aus, nichts geht mehr. Ja, vielleicht kommt es auch tatsächlich noch schlimmer, als man vorher gedacht hat. Nur eines, glaube ich, eines sollte man nicht machen, dass man etwas einfach dann hinwirft oder es einfach aufgibt. Kahn möchte auch hier helfen. Ich habe auch keine Berührungsängste, keine Probleme, weil ich der Meinung bin, was ich vorhin gesagt habe, dort ist Schlimmes passiert. Die haben auch teilweise schlimme Dinge gemacht. Nur die sind ja noch so jung. Es muss ja eine Möglichkeit geben für diese
für diese Menschen, dass es trotzdem irgendwo weitergehen muss. Khan als Hoffnungsträger. Er könnte ihnen ja auch mit einem Programm behilflich sein. Ähnlich wie in Asien. Ich habe noch eine Frage an Sie, Herr Khan. Ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass Sie in Japan so für Torhüter, wie so ein Casting gemacht haben. Und jetzt habe ich schon einen Videotext gelesen, dass Sie das hier auch machen wollen. Das darf keiner. Das wird eine geile Nummer, glaube ich. Was kommt denn zu? Weil ich ja, wo ich mich bewerben muss. Ja, genau. Ich spüre, dass ich sehr schnell immer zu jungen Menschen oder jetzt auch hier den Kontakt finde. Vielleicht gibt es Dinge wie das Gefühl, einen authentischen Menschen vor sich zu haben, der viel erlebt hat, der auch, wie man hier sagen würde, der viel auf die Fresse gekriegt hat, der auch schon mal der gefallen ist und der sich versucht hat, so gut es geht, immer wieder hochzukämpfen. Es ist nicht damit getan, hier mal in der Justizvollzugsanstalt vorbeizuschauen. Ja, und zu sagen, hallo, ich bin der Oliver Khan, ich habe früher mal Fußball gespielt, ich gebe euch jetzt ein paar Autogramme und danach könnt ihr euch mal 2 Stunden freuen. Das kann nicht der Ansatz sein. Sondern hier kommt ja dieses Wort Nachhaltigkeit, kommt natürlich sofort wieder ins Spiel. Ja, was kann man denn tun, um wirklich den jungen Menschen hier etwas zu liefern, wovon sie vielleicht irgendwas auch langfristig haben? Und da kommt eben dieses Du packst es Thema, dieses Du packst es Programm, was ja Inhalt meiner Stiftung ist, zum Tragen. Wenn man schaut, aus welchen sozialen Milieus, aus welchen sozialen Umfeldern die ein oder anderen Jungs und Mädchen da herauskommen, das ist ja teilweise auch fatal. Und ich glaube, dann beginnt man einfach darüber nachzudenken. Und es ist natürlich, ein ganz natürlicher Prozess. Diese Verpflichtung spürt man irgendwann zu sagen, das, was mir geholfen hat, in meinem Leben, gibt das doch einfach weiter. Was war das für ein Gefühl, als ihr das die schiedsrichter Ausbildung gepackt gehabt hatte? Es ist halt eine Prüfung, halt, die man unbedingt erreichen möchte. Und das ist eine große Erleichterung, wenn man dann mitkriegt, man hat es bestanden, man freut sich. Ne? War es ein gutes Gefühl? Ja. Habt ihr eine Party gemacht? Nein, das oder? Ja. Ich darf nie glauben, ich pack's nicht. Ja, sondern dann mache ich so lange, bis es vielleicht doch irgendwann funktioniert. Das ist so ein Gesetz des Lebens, dass dich das Leben irgendwann belohnt, wenn du irgendwas probierst, bis du bald wahnsinnig wirst. Aber irgendwann wirst du normalerweise belohnt. Ja. Kannst alles packen. So sieht's aus. Auf jeden Fall. So sieht's aus. Jawohl. 6 Strafanstalten hat er besucht. Dies ist der Abschluss. Und Khan hofft, ein bisschen bewegt zu haben. Ich bin einfach so auf die jungen Leute zugegangen, natürlich ohne irgendwelche Vorbehalte. Und es gibt eben ein Thema, und auf das reagieren die ganz besonders. Ist das Thema Niederlagen, das Thema Rückschläge, das Thema Frustration, das Thema, es hat was im Leben nicht funktioniert. Und zunächst scheinen ja mal viele immer zu glauben, ja, da kommt ja jetzt der Oliver Khan und das bei dem war alles nur erfolgreich im Leben. Der hat immer nur Glück gehabt. Das stimmt sicherlich zum Teil. Aber da gab es viele, viele Momente in meinem Leben, auch in meiner jungen Zeit, wo diese Karriere auch hätte ganz schnell vorbei sein können. Das ist sehr nett. Hat mir sehr gut gefallen, das Buch. Und ja? Sehr gut, dass du das ehrlich? Ja. Super. Und gestern hat es ein bisschen was gebracht? Ja. Ja? Ja, das gibt nochmal so eine Auffrischung. Ja, ja. Sag ich mal, jetzt 4 Jahre hier dann im Knast. Ja. Und halt, wenn man sowas vom erfahrenen Menschen, sag ich mal, mitbekommt, das hilft nochmal so ein Stückchen. Super. Ja. Und gestern darfst du es nur nicht vergessen. Ja. Du musst es immer mal wieder reinschauen. Es bleibt natürlich hängen. Und ich sage Ihnen immer, wer Ziele hat und wer etwas versucht im Leben zu erreichen, der darf auch mal übers Ziel hinausschießen. Natürlich darf dieses übers Ziel hinausschießen nicht andere schädigen. Und ich finde, das ist der wichtigste Aspekt bei diesem ganzen Thema. Ja. Natürlich hatte ich viele Dinge, die würde ich heute nicht mehr so machen. Ich würde heute keinen Andi Herzog mehr unbedingt schütteln wollen. Und man schießt eben mal über hinaus. Kann man auch, Entschuldigung, man hat einen Fehler gemacht, da muss man halt auch dazu stehen. Braucht man sich, denke ich, auch nicht weiter rechtfertigen. Ist halt dann so, ist halt passiert. Das gehört einfach so zum Leben dazu. Solange im Leben noch etwas möglich ist,
solltest du einfach versuchen, auch den kleinsten Strohhalm irgendwo zu nutzen. Und diese Beharrlichkeit und diese Hartnäckigkeit, ich glaube, das sind Themen, die sind gerade bei jungen Menschen sehr, sehr wichtig, weil nämlich diese zwei, Beharrlichkeit und Hartnäckigkeit, das schlägt meistens das Talent. Weiter, immer weiter. Das ist schon eine gewaltige Umstellung gewesen. Ich weiß noch, wie ich angefangen habe. Ich konnte da keine 1,5 Stunden sitzen und mich beschäftigen, konzentrieren. Es war, hast du Schweißausbrüche bekommen, weil der Körper hat was ganz anderes gefordert. Der Körper hat ja permanent nach körperlicher Aktivität, nach Sport gefordert und jetzt weniger am Schreibtisch zu sitzen und auf einmal wieder ganz andere Dinge zu tun. Ich habe ja nicht ein MBA begonnen vor 2 Jahren, um jetzt irgendwo Sportdirektor bei Verein XY zu werden. Also das ergibt aus meiner Sicht relativ wenig Sinn. Wir haben einen Oliver Kahn erlebt, der sich zu seinem Vorteil verändert hat. Vor allem menschlich. Der aber seinen Prinzipien treu geblieben ist. Du packst es. Ein Vulkan, der noch aktiv ist, der aber den Schrecken früherer Tage verloren hat.